DDR5 rollt mit immer größeren Schritten in unsere heimischen PCs und auch in unsere Firmenlaptops. Doch stellt sich jetzt eine Frage: Wofür brauche ich den PC? Wie groß ist mein Budget? Und was kann ich dann mit dem gekauften auch anfangen? Es ranken sich im Web unglaublich viele Mythen darüber, wie viel RAM man tatsächlich für gewisse Dinge braucht und wie schnell er auch tatsächlich sein soll. Manche von euch da draußen werden sich wohl denken, ja, knall so viel wie möglich vom schnellsten RAM rein in deinen Rechner, damit du auch nie wieder Probleme hast. Doch ist das tatsächlich die richtige Lösung? Nicht jeder hat unbedingt das Budget, so viel wie möglich vom schnellsten RAM in seinen Rechner reinzuknallen. Manche Menschen, die zum Beispiel nur 1000 Euro zur Verfügung haben und sich aktuell einen PC zusammenbauen wollen, werden allein schon an der Grafikkarte scheitern. Denn wenn man im Internet seine Komponenten in einen PC-Konfigurator eingegeben hat, bleiben dann meistens genau diese zwei Faktoren übrig. Einmal Festplatte und das zweite ist RAM. Tatsächlich sollte man sich im Vorfeld schon Gedanken darüber machen, was man mit diesem PC tatsächlich machen will und wofür man ihn tatsächlich verwenden will. Und so entstehen einige Kategorien von Menschen, die unterschiedliche Anforderungen an den RAM stellen würden. Jemand, der mehr RAM braucht, jemand, der weniger RAM braucht, jemand, der unbedingt schnelleren RAM braucht, jemand, der aber auch mit dem schwächeren durchaus zufrieden sein könnte. So habe ich für dieses Video 4 Kategorien von Menschen ausgelotet und werde euch ganz genau erzählen, wer was wie schnell braucht. Und damit, Legion, herzlich willkommen zum ultimativen RAM-Guide. So, genug herumgeschwurbelt, denn RAM ist mittlerweile ebenso wie Grafikkarten zu einem Luxusgut geworden. Aktuelle DDR5-Kits kosten zwischen 60 und 500 Euro und sind ebenso rar wie die zuvor erwähnten GPUs. Und Unocell frisst schon beim Hochfahren eine stolze Menge davon. Hier also die 4 Kategorien: der Office-Nutzer, der Gamer, der Streamer und der Content Creator. Ihr könnt übrigens hier die Timestamps benutzen, um dorthin zu springen, was euch eben am meisten anspricht. Abos, Glocke und Abo nicht vergessen und liken, denn Disliken bringt euch nichts mehr. Der Office-Nutzer, der verwendet, wie der Name schon sagt, für seine Arbeit Excel-Tabellen, schreibt E-Mails und bastelt fleißig an PowerPoint-Präsentationen. Verwendet den Internet Explorer bzw. Microsoft Edge und wenn er mal Hilfe braucht, schaut er sich auch ein indisches YouTube-Tutorial in 1080p an. Für dieses Beispiel verwende ich 2 offene Browserfenster, eines davon spielt ein YouTube-Video in 1080p ab. Microsoft Word wird hier verwendet und Standard-Kopfhörer ohne dediziertem Soundprogramm sind angeschlossen. Des Weiteren sind minimiert, jedoch aktiviert alle Windows 11 Standardprogramme und Microsoft Teams. Man bedenke, das ist jetzt alles gleichzeitig offen. In diesem Fall werden in der Regel zwischen 6,9 und 7,5 GB verwendet. Bedeutet also, dass der Office-Nutzer mit 8 GB RAM schon gut über die Runden kommt. Doch Achtung! Denn wer richtig sparen will und sich auf eine CPU-integrierte, also eine iGPU als Grafikkarte verlässt, wird schwieriger haben. Denn eine iGPU verwendet nämlich ebenso den Arbeitsspeicher, also den RAM, als Pufferspeicher und dann wird das Ganze unangenehm. Zum Fazit kurz, wer als Office-Nutzer somit eine integrierte Grafikeinheit verwendet, sollte definitiv zu 16 GB greifen, während jemand mit einer dedizierten GPU auch mit 8 GB gut zurechtkommt. Die RAM-Geschwindigkeit ist dabei völlig irrelevant, ebenso mit wie vielen Kanälen die RAM betrieben werden. Ich würde jedoch schon an dieser Stelle 16 GB RAM empfehlen, da man so zukunftssicherer unterwegs ist und man ab und zu mehr als 2 Browserfenster benötigt. Mit 70 Euro für 8 bzw. 120 für 16 GB habt ihr somit genug für eure Projekte und könnt entspannt abends, wenn ihr unterwegs seid, auch mal einen Film schauen. Der Gamer würde am liebsten alle Regler seines Lieblingsspiels auf Max knallen, doch ihr würdet überrascht sein, was man dafür benötigt. Was RAM betrifft, nicht so viel wie man denkt. Der Gamer braucht nämlich Qualität statt Quantität. Deshalb habe ich, da ich nicht alle DDR5-Konfigurationen zu Hause habe, empirisch Videos aller namhafter YouTuber durchgesehen und Artikel rund ums Thema gelesen und komme zur folgenden Konklusion, was Geschwindigkeit betrifft. Mit Geschwindigkeiten bis 4800 MHz, also einem Standard DDR5-Kit, läuft einem der DDR4-Speicher fast schon davon. Denn Gamern geht es darum, ob sie aufrüsten sollen oder nicht. Wer einen potenten DDR4-Rechner zu Hause hat, soll ihn behalten. DDR5 macht fürs Gamen zurzeit kaum einen Unterschied, zumal sämtliche DDR5-Hardware wie Motherboard oder CPU sündhaft teuer sind. Erst kaum erhältlicher 5200 MHz RAM und darüber kann sich in einzelnen Szenarien gegenüber DDR4 absetzen und das auch bloß im niedrigen einstelligen Bereich. Selbst der RAM-Hunger von Spielen ist nicht hoch.
Wer den Hardware-Killer Red Dead Redemption 2 bis 1440p spielen will zum Beispiel, kommt mit einem 16 GB Kit sehr gut zurecht. Wer jedoch mehr will, wie 4K, braucht wesentlich mehr. Call of Duty Warfare benötigt mit hohen Texturen und 4K etwas mehr als 17 GB RAM. Wer seine Lieblingsspiele jedoch eh nicht mit maximalen Einstellungen spielen kann, da ihn seine CPU oder GPU einschränkt, braucht noch weniger. Kurzes Fazit, der Gamer sollte auf Qualität statt auf Quantität setzen. 16 GB des schnellen 5200 MHz DDR5 werden euch einige FPS mehr bringen als zum Beispiel 3200er DDR4 und sollte bis 1440p ausreichend sein. Wer höhere Auflösungen will, muss zu mehr greifen. 32 GB sind da Pflicht. Wer jedoch genug Geld hat, um sich einen 4K-Monitor hinzustellen, samt 3070 Ti oder darüber, der hat auch Geld dafür. Ein Streaming-Programm wie OBS, das gestreamte Spiel selbst, Chrome mit 10 Tabs, HD-Webcam, Greenscreen, Studiomikrofon und 5.1 Kopfhörern samt Stimmoptimierungssoftware. Ja, hier geht's richtig zur Sache. Wie ihr es euch vielleicht schon vorstellen könnt, verlangt der Streamer seinem PC ganz schön was ab. Neben potenter CPU, richtig starker Grafikkarte braucht man auch anständig RAM. Und ebenso der Gamer benötigt man hier schnellen Gaming-RAM und das in Massen. Qualität und Quantität sind hier Yin und Yang. Doch das Interessante dabei ist, so viel mehr ist es dann doch nicht. Tatsächlich braucht ihr als Streamer auch nicht mehr als 32 GB schnellen DDR4 oder 5 Speicher, um alles am Laufen zu halten. Mein Setup aus 1440p Call of Duty Warzone und alles andere, was man zum Streamen benötigt, kratzt knapp an der 25 GB Grenze. Wie man jedoch sieht, habe ich ganze 64 GB verbaut. Wer zur Hölle braucht denn sowas? Der Content Creator oder Leute wie mich. Ich mag's effizient. Während Premiere Pro noch rendert und meine CPU vergenotwurzelt, habe ich nebenbei Photoshop offen und bastle am Thumbnail fürs YouTube-Video. Viele meiner Videos sind auch in 4K, was nochmal mehr RAM braucht. Wenn man mehrere Layer für Musik und Sprache verwendet und einige Videos übereinander legt, kann der Rendervorgang schon mal 36 GB schlucken. Doch es muss ja nicht immer das Bearbeiten von Fotos oder Videos sein. Hobbydesigner, welche Programme wie Blender verwenden, oder Spieleentwickler, welche mit Programmen wie der Unreal Engine arbeiten, können in beladenen Szenen selbst die 64 GB an ihre Grenzen bringen. Doch nicht nur die Menge macht es, schneller RAM kann beim Rendern wertvolle Minuten sparen, welche man bei einem so knappen Zeitplan eh nicht hat. Ich für meinen Teil bin mir selbst dankbar, dass ich fürs Videobearbeiten damals einen Overkill-PC gebaut habe und nicht einfach nur gut genug genommen habe. Doch kommen wir zum Fazit. Wie man denkt, Office-Nutzer kommen mit einem guten 700-Euro-PC auch schon gut zurecht. Doch gerade Gamer sollten jetzt, dass sich die meisten Geldhaie da draußen auf DDR5 stürzen, die Zeit nutzen und sich so guten gebrauchten DDR4-Speicher kaufen. Ebenso wie ich es gemacht habe. 64 GB, 3600er RAM, welcher in Games mit dem teuren 5200er DDR5 Speicher vergleichbar ist, hat mich knapp 200 Euro gekostet. Das ist weit weg von den über 500 Euro, welcher man zurzeit eben für dieses DDR5 5200er Kit bezahlen muss. Ich sag's jetzt mal so, erst in 1-2 Jahren, wenn sich DDR5 etabliert hat und alles ein bisschen billiger wird und man 6000er und darüber bekommt, dann hat man mit DDR5 ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis erreicht. Das Ganze klingt jetzt ein bisschen so, als würde ich DDR5 bashen, ist es aber nicht, denn wer keinen Rechner oder einen sehr alten besitzt, soll selbstverständlich schon allein aufgrund der Zukunftssicherheit zu einem DDR5-System greifen. So, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen inspirieren und euch vielleicht sogar eine Entscheidung abgenommen haben, was für ein PC mit wie viel RAM ihr denn kaufen sollt. Falls ja, dann lasst mir doch ein Abo da und ein Like. Disliken könnt ihr ja nicht mehr, beziehungsweise schon, bringt aber nichts. So viel von mir. Wir sehen uns das nächste Mal. And don't forget, join the region.